Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Heute kommt der zweite Teil der Palmblatt-Bibliotheken und den Vorhersagen bis 2035. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Thomas Ritter gemacht und wir haben über ein ganz bedeutendes Ereignis gesprochen, den Tag X, der alles verändern könnte. Aber bist du bereit für Veränderung? Freu dich auf aufschlussreiche Enthüllungen und über Begegnungen der dritten Art und die globalen Veränderungen, die uns erwarten. Lass uns gemeinsam in die Zukunft eintauchen. Und vergesst nicht, meine Social-Media-Kanäle zu abonnieren, meine Posts und Videos zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos und News mehr zu verpassen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Alexandra von Bewusstsein TV. Und wie ihr schon seht, neben mir ist Thomas Ritter. Ich freue mich total. Wir haben heute ein sozusagen ein kleines Special, und zwar wegen den Palmblatt-Bibliotheken. Er war vor einigen Wochen bei seinen Freunden in Chennai gewesen und hat da interessante Sachen erfahren. Ja, lieber Thomas, erzähl doch mal, was du erfahren hast, was jetzt in der Welt passiert. Interessant ist, dass er in diesem Zusammenhang auch so einige Ereignisse beschrieben hat, die dort eine große Rolle spielen werden. Jetzt nicht unbedingt in den nächsten anderthalb Jahren, aber dann, wie gesagt, so ab 2027, da sagt er zwischen 2027 und 2035, wird es einen offiziellen Kontakt, also für jeden nachvollziehbar, mit nicht-irdischen Rassen geben. Also die Außerirdischen werden sich sozusagen zu erkennen geben. Das kann ich mir vorstellen, wird so ein Ereignis X sein, was dort eine tiefgreifende Veränderung perspektivisch bringen wird. Es ist, wie gesagt, von diesen neuen Energien die Rede. Das heißt also, dass auch das Thema der Abhängigkeiten von Energien, der Energieknappheit, dass das ein für alle Mal geregelt ist. Das bringt natürlich dann auch viel mehr schöpferische Kräfte noch zum Vorschein. Und es ist auch ausgesagt, dass wir in Bezug auf die Gesundheit eine Revolution erleben werden. Im alternativen medizinischen Bereich gibt es ja immer so die Geschichte von den Medbetten. Ne? Ich sage das mal so als Beispiel. Ja. Es geistert ja seit geraumer Zeit schon so durch die Literatur oder durch diverse Videos. Diese Dinge gibt es bereits. Die gibt es. Und die werden dann halt auch verfügbar werden. Und das wird natürlich auch in der Gesundheitswesen, in der Heilkunde eine tiefgreifende Veränderung hervorbringen. Also wir können sagen, es wird sich alles mehr hin zu auch organischen Formen, zu einem organischen Wachstum, zu einem Miteinander entwickeln. Also nicht mehr das Wachstum um jeden Preis und nur der, wie es in Amerika so schön heißt, the winner takes it all. Ne? Also einer, der dort gewonnen hat, der greift alles ab und die anderen gehen halt leer aus. Also dieses Gegeneinander wird eben durch eine Kooperation ersetzt werden. Also ich würde sagen, die neue Gesellschaft wird eine kooperative Gesellschaft sein, weil nur gemeinsam werden wir diese Herausforderungen bestehen können. Und es wird nicht, ich sage jetzt mal so, es wird nicht ohne dieses gewisse Ereignis X abgehen. Und dieses Ereignis X sehe ich also in den Kontakt mit eben nicht-irdischen Intelligenzen, weil das wird jedem auf dieser Erde bewusst machen, hey, wir sind A, nicht allein, B, wir sind nicht einzigartig und C, ja, wir sitzen hier alle im selben Boot und oh, da gibt es noch andere, ja, da wird es interessant, dann wird es spannend. Ne? Also das ist eine Geschichte, die dort mit Sicherheit auch zu einem Bewusstseinssprung, zu einem weiteren evolutionären Schritt führen wird. Und das natürlich auch die neuen Entwicklungen jetzt in der Technik, sprich KI und so weiter, eine große Rolle spielen werden. Das, denke ich, wird auch ein großer Faktor noch mit sein, dass dort viele Veränderungen in der Arbeitswelt stattfinden werden, dass es auch eben mehr für den Menschen ins Kreative gehen wird. Denn wer hat denn gesagt, ich sage, wenn wir jetzt unsere Reichtümer, die wir doch so haben, und ich sage es jetzt bewusst, weil Reichtum ist schon, wenn du früh aufwachst in einem warmen Bett, weißt, du hast genug zu essen, du hast sauberes Wasser, du hast ein Dach über dem Kopf und du hast einen wunderschönen einen Tag, wo du den planen kannst. Das ist schon Luxus. Ja? Und den teilen eben weltweit schon
etliche Milliarden, aber eben noch nicht alle. Und wenn wir aber unsere Ressourcen wirklich gerecht verteilen, dann reicht es natürlich für alle, dann funktioniert es auch. Und wenn man das wirklich auch so hinbekommt, dass eben, sagen wir mal, Routinearbeiten, monotone Arbeiten, Dinge, die halt eben nicht unbedingt der Mensch erledigen muss, halt dann wirklich von der Maschinenwelt übernommen werden und koordiniert werden. Ja, wer sagt denn, dass man sein Leben lang 40 Jahre als Lagerarbeiter bei großen Konzernen fristen muss? Wer sagt denn das? Man kann doch auch eigenständig sein, seinen eigenen Ideen, Wünschen und auch Hobbys nachgehen. Man kann vielleicht was wunderbar Kreatives machen, wo man seine Stärken hat, was aber unter dem jetzigen System wohl keiner bezahlen würde. Ja, dort sehe ich auch ganz gewaltige Veränderungen des Wandels. Also auch das, wie gesagt, dieses Thema Geld und was wird mir denn und muss ich immer Geld haben, das wird in den nächsten Jahrzehnten auch noch auf dem Prüfstand stehen. Also da wird es noch einige Entwicklungen geben, mit denen wir heute gar nicht rechnen. Aber im nächsten halben Jahr, also jetzt sagen wir so, jetzt 2024 und dann eben auch 2025 rein bis ins erste Quartal, wird es auch noch einige Entwicklungen geben, die man so nicht absehen konnte. Oder wo jeder sagt, dass wenn man das sich vorstellt, das ist ja Fantasie, das geht gar nicht. Ich habe jetzt auch letztes Wochenende gedacht, ich träume, ist für mich so ein wirklich ein Hinweis auf den Zustand unserer Gesellschaft. Da hat sich doch glatt die Hauptverkehrsbrücke hier bei uns in Dresden zur Ruhe gelegt. Die ist einfach zusammengefallen. Nachts um drei, ohne irgendwelche Belastung, zum Glück. Also es hat keine Verletzten, keine Toten gegeben, aber die Hauptverkehrsader in Dresden ist aktuell blockiert. Und es ist nicht nur eine dieser Brücken. Man könnte jetzt sagen, na gut, da haben sie ist in der DDR gebaut und dann hat niemand was dran gemacht. Da hat man wieder einen Schuldigen gefunden, ne, das alte Muster. Aber laut der Prüfberichte ist die Carola-Brücke in Dresden nur eine von über 11.000 Brücken im ganzen Bundesgebiet, die so gravierende Mängel aufweist. Also darüber sollten wir mal nachdenken. Und bevor wir nach wie vor immer meinen, wir müssen anderen Leuten in der Welt zeigen, wie es denn richtig ist, da sollten wir uns wirklich darauf besinnen, hier in unserem eigenen Land unsere Hausaufgaben zu machen. Und das kann nicht darin bestehen, nur irgendwo zu sagen, jetzt mache ich mein Kreuz in 4 Jahren an einer anderen Stelle auf dem Wahlzettel, weil dann wird es klappen. Bisher hat es zwar nie geklappt, aber dann wird es klappen. Ne? Also dieses Warten auf den Erlöser, liebe Zuschauer, bitte. Die Erlöser, die Gurus, die Führer, ich sage es jetzt sehr bewusst, ja, die hatten die letzten 2000 Jahre doch genügend Zeit, das Ganze in ruhiges Fahrwasser zu bringen, eine wunderschöne Welt zu erschaffen. Und wie wir sehen mit dem Blick in der Geschichte und in die Gegenwart, es hat nicht funktioniert. Also nehmen wir doch die Sache in unsere eigenen Hände. Gehen wir doch wirklich davon aus, wir sind die, auf die wir gewartet haben und gehen die Veränderungen an, die anstehen, die kommen sowieso. Und wie man so schön sagt, das Einzige im Leben, das Einzige, was beständig ist, ist die Veränderung. Und momentan weht der Wind der Veränderung etwas rauer. Ich empfehle jeden, anstatt Mauern, lieber eine Windmühle zu bauen. Das ist allegorisch gemeint. Ich meine nicht die Dinger, die jetzt unsere Landschaft verschandeln. Das ist eher in Richtung Mauer zu sehen, nicht in Richtung Windmühle. Aber wie gesagt, es ist an der Zeit, eben dort in die eigene, die eigene Kraft zu entwickeln, die eigene Initiative zu nutzen und ja auch gewissen Mut zu haben, wie man so schön sagt, Zivilcourage. Viele reden davon, die wenigsten machen es nur. Und nur wenn man etwas tut, werden sich die Veränderungen einstellen, die man erhofft. Und ich kenne niemanden, muss ich wirklich sagen, egal mit wem ich mich unterhalte, auf meinen Reisen, mit den Gästen im Alltag, ich kenne niemanden, der sich nicht eine wunderschöne Zukunft wünscht. Also da ist Ja, wirklich keiner und dabei, der sagen würde, liebevoll ja, soll sie sein, ne? Liebevoll ja. und ja. Ich hätte auch mal keinen, der sagen würde, also mir wäre hier Terminator oder Mad Max wäre mir lieber, ne? Weil ich finde, das ist mehr abenteuerlich, also kenne ich niemanden. Ne? Ja, aber diese wunderschöne Zukunft, die wir uns erhoffen, die müssen wir auch schaffen. Da müssen wir heute was dafür machen, damit wir irgendwann mal in diesem wunderschönen Morgen aufwachen. Und das ist das Thema, was ich jetzt momentan sehe. Also aus dem jetzt Aufklären und Reden und Handeln jetzt ins Tun zu kommen, also sich wirklich selber auch konkrete Projekte zu setzen, zu sagen, was will ich denn hier sehen? Wie soll es denn in meiner Umgebung weitergehen? Und das dann in Angriff zu nehmen. Es wird nicht alles gleich und nicht alles hundertprozentig funktionieren, aber wenn wir es nicht angehen, ja. Wer soll es denn sonst machen und wann soll es denn sonst funktionieren? Also fragen wir uns doch alle mal viel häufiger als bisher, was habe ich denn heute für dieses wunderschöne Morgen gemacht, in dem ich aufwachen möchte? Das ist ein Ansatz. Ja, genau. Das finde ich auch. Also das sagst du ja immer. Und man kann es wirklich nicht oft Oft genug genug sagen, ne? betonen.
Es ist so, wie ein kluger Mann hat mal gesagt, die Wahrheit muss immer wiederholt werden, denn die Lüge wird auch immer und immer wieder ausgesprochen. So einfach ist Genau. das. Ja. Und lieber was Positives ins Unterbewusstsein Bringen. projizieren, als ständig immer nur sagen, oh, heute ist wieder das blöd gelaufen und dann wieder ist das und das war auch wieder nicht so schön. Warum kann man nicht einfach positiv sein? Weil dann läuft es auch besser und man fühlt sich besser, man strahlt Freude aus und eigentlich wollen wir, so wie du es gerade schon gesagt hast, eigentlich wollen wir nur liebevoll behandelt werden, respektvoll behandelt werden und so wie ich behandelt werden möchte, das muss ich dem anderen halt auch Genau, so, also dass ich tun. so an anderen handle, wie ich wünsche, dass es mir geschieht. Ja, und das bedeutet nicht einfach nur mit der rosaroten Brille durch die Welt zu laufen, Nein. sondern es heißt einfach, Probleme natürlich wahrzunehmen, zu sehen, aber eben nicht davor zu kapitulieren oder dazu warten, dass Genau. irgendjemand anders das löst. Von der Grundhaltung heranzugehen, naja, entweder es geht mich A nichts an oder B ist eh eine Nummer zu groß für mich, C habe ich jetzt keine Lust drauf oder sowas, sondern wenn Probleme da sind, ja, dann gibt es auch Lösungen und nach denen sollte man streben. Das ist das Einzige. Ja, heißt nicht, wie gesagt, rosa-rote Welt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ganz im Gegenteil. Aber es gab mal irgendwo, ich glaube, beim Ollen Goethe, in irgendeinem Stück habe ich das wohl mal gelesen, da gab es mal so, wo es auch um Reichtum ging und so weiter, wo er dann sagt, mal sehen, wie ich es zusammenkriege, Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste, sei dein künftig Zauberwort. Ja, das hat schon mal geholfen. Das hat unser Vaterland schon mal groß gemacht. Und ja, ich glaube, wir Deutschen, wir sind eigentlich so Spezialisten im Wiederaufbau, habe ich so den Eindruck. Ja, also wenn wir was können, dann ist wieder was Wiederaufbau. Ich glaube, die Zeit ist jetzt wieder gekommen. So wird in den nächsten Jahren wird das passieren, dass wir wieder was Wunderschönes aus unserem Land machen. Es wird viel Arbeit brauchen, aber es wird gelingen. Ja, das finde ich auch. Und wie gesagt, mein Thema ist ja auch, ich sage jetzt mal, das Extraterrestrische, sage ich, ja, man weiß ja nicht, wo es herkommt. Es drängt ja jetzt viel nach oben, ganzes Disclosure. Es kommt natürlich, schwappt jetzt einfach von Amerika natürlich viel rüber. Aber ja. Was haben die Palmblätter sozusagen da jetzt was dazu gesagt, was das anbelangt, dass wir, also ich brauche ja diesen Beweis nicht, ne? Aber haben die gesagt, dass es für die Menschen da draußen, die an sowas nicht glauben, da jetzt wirklich physische Beweise bekommen, dass wirklich viel mehr Leute da jetzt was sehen. Ich meine, man sieht es ja auch, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass ja mehr Sichtungen jetzt sind und wie gesagt auch die Regierungen da einlenken und auch zugeben, dass da das schon sehr, sehr lange stattfindet Ja, und es ist tatsächlich so, kann man sagen, also dass diese Kontakte schon existieren, definitiv. Ne? Das ist etwas, was jetzt auch mehr und mehr sozusagen ins öffentliche Bewusstsein rückt. Und wenn wir sehen, wie das Phänomen, also jetzt das UFO-Phänomen oder überhaupt das Thema extraterrestrische oder ich sage es mal interdimensionale, außerzeitliche, wie man es immer nennen will, also das Thema der Fremden, der Besucher, wie das jetzt behandelt wird und wie das noch vor 30 oder 40 Jahren behandelt wurde, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wie man so schön sagt, das Thema ist salonfähig geworden. Ne? Das drängt halt auf eine Lösung und das rückt auch immer mehr und mehr ins Alltagsbewusstsein. Und ja, also die Palmblatt-Bibliothek und diese Überlieferungen, die sagen von Anfang an, das sieht man auch in der indischen Mythologie, die Hindus haben da keine Schwierigkeiten damit, die sagen, natürlich gibt es andere Rassen, natürlich gibt es andere Wesenheiten, natürlich waren die auch schon hier und es gibt auch viele, die sagen, na, die sind immer noch hier. Na, die haben sich bloß ein bisschen zurückgezogen aus unserer Welt, aber sie sind da. Und dieses, sie sind da. Das wird dann auch in diesem beschriebenen Zeitraum 2027 bis 2035 dann wirklich ins öffentliche Bewusstsein rücken. Also wir werden offizielle Kontakte haben, wir werden Artefakte haben, wir werden Technologie haben. Also das ist auch dieses, wo ich sage, dieses Ereignis X, was dort wirklich zum Bewusstseinswandel mit beitragen wird. Ja, ich meine, woher haben wir denn auch diese ganz schnelle Entwicklung jetzt der KI, der Computer, der Handys?
Also irgendwo muss ja Ja, immer sehr wir stark haben gewesen natürlich auch sein. eine exponentielle Entwicklung des Ja. Wissens, ne? Also gerade jetzt durch die Vernetzung haben wir natürlich Zugriff auf Quellen, die noch vor 30 oder 40 Jahren nur schwer erreichbar oder meistens ganz verschlossen gewesen sind. Und dadurch habe ich natürlich auch eine exponentielle Zunahme des Wissens, gerade auch wenn ich im gezielten Bereich jetzt KI oder sowas forsche. Dort muss man natürlich auch aufpassen, wie mit allen Sachen, dass man also nicht zu hohe Risiken eingeht. Ja, wenn also die Kollegen beim Grafen Zeppelin dort das Ding zum Fliegen bringen wollten, haben sie Wasserstoff benutzt. Die waren sich darüber klar, dass das recht gefährlich ist. Man hat auch alle Möglichkeiten genutzt, um sozusagen die Gefahren oder die Risiken dort zu minimieren, aber immerhin war es eben ein relativ unsicherer Betrieb. Hätte man damals schon preiswert Helium herstellen können, ja, die Hindenburg wäre nie dort verbrannt in Lakehurst, ja, also das wäre nicht passiert. Aber das ist eben etwas, wo ich sage, wenn man eine Entwicklung dann vorantreibt und dann vielleicht auch Risiken außer Acht lässt, dann kann natürlich auch was schiefgehen, meint natürlich auch die KI. Und viele, wenn man jetzt gerade so diese Forschungseinrichtungen sieht und auch mal diese Publikationen verfolgt, viele, die noch vor 3 oder 4 Jahren da bedingungslos davon gesprochen wärmt haben, so muss man sagen, die sind heute schon viel vorsichtiger und sagen, Moment mal, Leute, wir sollten das nicht überstürzen, wir sollten auch schauen, wie sich das entwickelt, dass es uns nicht entgleitet. Und es gibt natürlich auch diese Berufspessimisten, wie zum Beispiel den Herrn Harari, der ja als Vordenker vom WEF gefeiert wird, aber naja, der hat ja jetzt kürzlich im Interview gesagt, dass wir also in 3 oder 4 Jahren die Kontrolle über die KI dann verlieren werden und dass wir dann alle irgendwo von der KI gehackt werden und dass wir dann einfach nur noch ferngesteuert sind. Da habe ich gesagt, ja, mein Freund, das hättest du wahrscheinlich gern, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das auch. Nichtsdestotrotz, es gibt Risiken und es kann auch sein, also das ist etwas, was ich aus den Palmblattlesungen herausnehme, vor allen Dingen aus den individuellen Lesungen. Da geht es öfters mal darum, dass Leute halt auch ihr Wissen weitergeben und man könnte sagen, 90% der Fälle geht es dann um Bücher, also dass sie das in gedruckter Form machen. Darüber habe ich eben mit Babu auch gesprochen, als wir unten waren, so, Mensch, das ist ja so wie so Renaissance vom ollen Gutenberg, ist, aber wir haben doch heute ganz andere Möglichkeiten und es geht auch viel schneller. Und da hat er nur gelächelt und gesagt, ja, aber die Regis haben das schon nicht umsonst so beschrieben, weil erstens das gedruckte Wort kann man im Nachhinein nicht mehr korrigieren, es sei denn, ich verbrenne das Buch, aber das ist dann schon wieder aufwendig. Etwas, was in elektronischer Form vorliegt, kann ich viel leichter manipulieren. Also ich sage jetzt nur mal, Stichwort eine große Online-Enzyklopädie, die sich so als der Hort allen Wissens versteht. Ihr wisst, worum es geht, ne? Dort kann man natürlich im Nachhinein viel, viel verändern. Und dann sieht die Realität oder die Beschreibung der Realität plötzlich ganz anders aus. Also Manipulation, Tür und Tor geöffnet, beim gedruckten Buch schon etwas weniger. Also das muss man auch sehen. Und es ist eben dann mal da, ne? Man kann es also nicht mehr rückgängig machen. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in der Zukunft auch wieder seine Berechtigung hat. Weil wir haben gerade auch durch die letzten Jahre einen sehr, sehr großen Vertrauensverlust in allen Teilen der Gesellschaft erlitten. Und ich kenne jede Menge Leute, die sagen, ich glaube überhaupt nichts mehr. Also, und das wieder aufzubauen, das wieder sozusagen in eine Gemeinschaft zu integrieren, das wird viel Aufwand bedeuten. Und dazu gehört natürlich eben auch, dass man verlässliche Informationen liefert. Zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass zu diesen Ereignissen X eben auch gehört, dass vielleicht die KI meint, sich selbstständig machen zu müssen. Es wird jetzt nicht unbedingt in den nächsten 2, 3 Jahren passieren, aber das Risiko in den nächsten 10 Jahren etwa besteht. Und dass man dort eben auch mal vielleicht sogar global den Stecker ziehen muss fürs System und dann sagen muss, okay, na gut, wir machen eben jetzt nicht alles digital, nur weil es eben alles digital geht, sondern wir greifen auch auf analoge Anwendungen zurück, weil die halt eben mit weniger Risiken behaftet sind. Also das könnte ich mir auch vorstellen, wird eine gewisse Rolle mitspielen. Ja. Und natürlich auch eine Aufteilung, wir haben ja von Zeitlinien mal eingangs in unserem kleinen Vorgespräch da gesprochen. Gibt es sicherlich die Frage, na gut, der Ritter sieht das alles wieder so positiv, da erzählt er wieder irgendwelche Märchen, dieser Hardcore-Schwurbler, ne? Aber wo sollen denn die alle hingehen, die jetzt sozusagen vom Status quo profitieren? Die werden doch nicht einfach aufgeben, im Gegenteil, die kaufen sich ansonsten noch eine Söldnerarmee zusammen und versklaven uns alle. Das ist ja auch so, ist eine Meinung, ist durchaus berechtigt, auch wenn man diese Ängste sieht. Aber interessanterweise gibt es in den Palmblatt-Informationen, also sowohl in den Vorhersagen, den globalen, als auch eben in den individuellen Lesungen, immer so eine Art Lösungsansatz. Und zwar, dass gerade diese
ich sag mal so, selbsternannte Elite jetzt irgendwann auch mal die Nase voll hat, weil es eben doch nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und sie dann eben sagen, na, das machen wir dann ganz anders, so wie das, ich vergleiche das immer mit dem letzten sächsischen König. Der musste ja 1918 abdanken und sein Kommentar dazu war, nu macht doch euren Dreck alleine. Und so könnte ich mir vorstellen, werden auch einige von diesen ganz großen Jungs da reagieren, die dann halt beleidigt sind, dass sozusagen ihnen die Spielwiese verdorben worden ist, dass die doch alle nicht so wollen, wie sie das meinen, dass die Masse zu wollen hätte. Und ja, dass dann also einfach von diesem Spiel auch gelangweilt sind und sagen, nee, das machen wir jetzt anders. Wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben die Ressourcen, wir suchen uns jetzt gleich was anderes, was wir dann komplett nach unseren eigenen Vorstellungen formen können. Also Terraforming, wir suchen uns einen eigenen Planeten, wir gehen entweder auf den Mond oder wir gehen auf den Mars oder wie auch immer. Das ist etwas, was laut der Palmblatt-Bibliothek sicherlich auch durch diesen Kontakt mit den nichtirdischen Entitäten dann ab 2030, 2032 eine große Rolle spielen wird. Wo auch ein Großteil von Leuten sagen wird, oh ja, ich habe da eine völlig neue Möglichkeit und das ist das Abenteuer pur, das ist das, was ich schon immer erleben wollte. Dort sehe ich meinen Sinn, da will ich unbedingt mitmachen, da will ich hin. Also dort wird es so eine Aufteilung geben und diejenigen sozusagen, die dann aber in Harmonie mit der Erde, mit der Mutter Gaia leben möchten, die werden sozusagen den Planeten erben. Also das sehe ich im Vergleich zu allen anderen Szenarien, die das so kursieren, sehe ich das als sehr plausibel. Ja, also das ist etwas, was sich so auf eine organische Art und Weise lösen wird und wo die eine und die andere Seite auch ihre Berechtigung hat. Also ich meine, wer eben diesen technokratischen Weg gehen möchte, sei jedem unbenommen. Ich habe da kein Problem damit, wenn das jemand machen will. Für mich wäre es nichts. Ja, aber wer eben denkt, ich werde so zur Menschmaschine und ich kann mein Bewusstsein dann irgendeinem Androiden aufprägen und lebe dann sozusagen ewig und gut, warum nicht, wenn man das so möchte. Ne? Aber das ist dann, wie gesagt, also für mich ist diese Idee nicht attraktiv, weil aus, ich sag mal, spiritueller Sicht ist es eine Falle. Weil ich bin ja dann immer noch immer ich. Also mit all meinen Prägungen, mit all meinen Vorlieben, mit all meinen Abneigungen, mit all meinen Ecken und Kanten und kann mich eigentlich nicht unter anderen Umständen weiterentwickeln. Weil ich bin dann sozusagen sicherlich, lebe ich wie ein Gott, ja, weil ich bin dann de facto unsterblich und habe viel Möglichkeiten, die vielleicht der normale Bürger überhaupt nicht hat. Aber ich bin sozusagen dann in meinem Ich immer gefangen. Und wer das mal ausprobieren möchte, wer da ein bisschen was drüber lesen möchte, wie das ist, wenn man ein Gott ist, dem rate ich mal, das Buch von Arkadi und Boris Strogatzki zu lesen, dessen Titel da lautet, ein Gott zu sein, ist schwer. Ja, also das hat alles Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Deswegen sei niemandem unbenommen, wenn er so einen Weg gehen möchte, solange er das nicht jemandem anderen aufzwingt oder versucht, damit er irgendwo mit unlauteren Methoden zu herrschen, ist das alles in Ordnung. Ja, aber dort, denke ich, wird sich so eine Lösung dieser Probleme auch ergeben. Interessanterweise ist in keinen Vorhersagen ist irgendetwas erwähnt, das, was momentan so als so Metathese über der gesamten Entwicklung schwebt, so nach dem Motto, wir haben nicht genug. Ne? Also es reicht nicht für alle. Ihr müsst euch jetzt alle beschränken. Ne? Ihr müsst euch jetzt alle einschränken, weil ansonsten geht das nicht. Ihr müsst jetzt alle sparen. Also sind es ja so vornehm Degrowth, also gesagt, also umgekehrtes Wachstum. Ne? Also mit anderen Worten natürlich Einschränkung. Ja? Das ist ja sozusagen das offizielle Narrativ. Davon ist in den Palmblatt-Bibliotheken überhaupt nicht die Rede. Ganz im Gegenteil, die sagen, das ist genügend da für alle. Es wird, wie gesagt, neue Formen der Energiegewinnung geben. Es wird auch neue Formen von Materialien geben. Ja, Also andere das ist lange Verteilung eben, und ne? andere Verteilungen. Ja. Es wird nicht so sein, dass wir jetzt eben, wie das vielleicht auch angestrebt ist von anderen, dass die Leute eben beschränkt sind. Es gibt ja da sehr weitgehende Ideen, also ob das nun diese 15-Minuten-Stadt ist oder ob das dann eben auch Programme sind, also wer wie oft fliegen darf, wer wie oft was kaufen darf, wer, ne? Also das sind natürlich Sachen, wo ich sage, ja, wer hat sich sowas ausgedacht? Leute, habt ihr irgendwo, ist euch langweilig oder habt ihr irgendwo als Kind irgendwo ein schweres Trauma erlitten, was ihr jetzt ausleben müsst? Also ich verstehe es nicht, ja, wie man auf solche Ideen kommen kann. Aber es gibt diese Ideen und die betrachte ich persönlich natürlich als bedrohlich, weil sie sind eine absolute Einschränkung der persönlichen Freiheit. Da nützt es nicht, diesen Spruch zu bringen, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit oder Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Alles schön, alles gut, richtig, aber nicht, dass irgendeine
selbsternannte Elite dann kontrolliert und der Masse der Leute vorschreibt, was sie dürfen und was nicht. Also Du das musst es ja auch funktioniert nicht. erstmal mitmachen wieder, ne? Da sind Richtig, wir ja ja. auch Ne? wieder. Da sind wir, und ich denke, das wird eben auch nicht funktionieren. Also im englischsprachigen Raum, ich sehe es gerade so in Großbritannien, wir waren jetzt in Schottland zweimal mit Gruppen, dort ist das ein ziemlich weiter Schritt, also gerade was so bargeldloses Bezahlen anbetrifft. Wir waren also immer die Exoten, wenn wir im Restaurant und so oder im Geschäft mit Bargeld zahlen wollten. Die machen das alle überwiegend mit ihrem Funktelefon, beziehungsweise mit der Ist Karte hier oder auch so in solchen Dänemark. Geschichten. Genau. Und wobei ich sagen kann, okay, wenn man das will, ist in Ordnung, aber für mich ist Bargeld immer auch gedruckte Freiheit. Und auf der anderen Seite dann gibt es jetzt zum Beispiel ab 2025, das habe ich heute gerade gelesen, gibt es dann wohl so ein elektronisches Einreisezertifikat. Also das muss ich beantragen und dann kann ich im Zeitraum von 2 Jahren ohne irgendwelche Einschränkungen dann nach Großbritannien einreisen und auch wieder ausreisen für maximal 180 Tage pro Aufenthalt, so soll das wohl sein. Das Ding ist aber kostenpflichtig und mit einer Überprüfung des Antragstellers verbunden. Also ich muss das dann sozusagen bei irgendeiner Behörde, die sich jetzt wohl gerade entwickelt, in Großbritannien, muss ich das halt elektronisch beantragen. Das ist so ähnlich wie ein Visum, heißt eigentlich bloß anders, kostet halt dann nochmal Geld, sind erstmal 10 Pfund veranschlagt. Man kann natürlich aber sagen, diese Einreisegenehmigung oder Reisegenehmigung kann natürlich auch jederzeit widerrufen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Also das sind wir auch wieder beim Schritt, wo ich sage, aha, da geht es wieder mal in Richtung der Einschränkung der persönlichen Freiheit. Ja, wozu soll es sonst gut sein? Und klar, natürlich, dass es Leute gibt, die sagen, ich mich in meinem Cambridge oder in meinem Oxford oder in meinem Eton fühle ich mich so wunderbar wohl, weil das ist alles so gemütlich und so klein und die Autos, die hier sind, die stören eigentlich bloß. Also sollen doch lieber alle zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Ja, bitte Leute, in diesen Städten könnt ihr das gern machen. Und wer das möchte, kann das natürlich auch jetzt schon machen. Aber zu sagen, wir müssen aus allen Ansiedlungen 15-Minuten-Städte machen, weil das ist eben für das Klima gut. Und wenn uns mal so ist und wir sagen, jetzt haben wir gerade wieder einen globalen Notstand, dann schließen wir euch da in euren 15-Minuten-Städten ein. Das sind so Dinge, wo ich einfach sage, das widerstrebt mir eigentlich diese Vorstellung, weil ja, man kann 15 Minuten statt klingt so toll. Also ich erreiche alles, meine Arbeit, meine Freizeitbeschäftigungen, all das, was mich interessiert, was das Leben schön macht, das ist 15 Minuten zu Fuß im Umkreis. Das muss man erstmal hinkriegen. Also schauen wir uns mal die Innenstädte hier in Deutschland an. Na, egal, ob das eine große oder eine Kleinstadt ist, also da ist in der Hinsicht viel zu tun in Richtung 15 Minuten statt. Aber man könnte natürlich auch sagen, Freiluftkäfig. Klingt natürlich nicht so gut, ne? Klingt eher so nach Käfighaltung, ne? Das wollen wir, aber eigentlich ist es das, ja, weil wenn jemand dann eben sagen kann, ich mache deine 15 Minuten statt zu, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich nicht mehr frei. Und aus dem Grund, alleine aus dem Grund schon, bin ich ein Gegner dieses Projektes. Also das passt mir überhaupt nicht. Ich gehe aber allerdings davon aus, dass nach den Aussagen der Palmberg-Bibliotheken das sich auch nicht umsetzen lässt. Ja? Also ich sage, wer das gerne machen möchte, wer sagt, ich gehe halt zu Fuß und ich organisiere mein Leben so, dass ich wirklich möglichst einen geringen Fußabdruck da in CO2 oder wie auch immer hinterlasse. Bitteschön, das steht jedem frei. Ja, da kann man auch sagen, das ist eine Einsicht und wenn ich eben so leben möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Da wird sich niemand dran stoßen, ganz im Gegenteil. Vielleicht hat man dann auch eine gewisse Vorbildwirkung noch. Aber in dem Moment, wo ich versuche, etwas zu erzwingen, also wo ich es nicht aus der Einsicht heraus mache, sondern wo ich die Leute dann sozusagen zu ihrem Glück, ne, zwingen muss, dann steht aus meiner Sicht dahinter ein sehr krudes Weltbild. Und ich sag mal, in dieser neuen Zeit, die sich hier entwickeln, werden auch diese Art von Weltbildern mehr und mehr an Bestand verlieren. Also davon eher aus. Ich habe jetzt mal noch eine Frage. Du hattest, ich weiß nicht, war das in der letzten Palmblattlesung oder in der vorletzten, noch was zu der Veränderung oder zu einer, ja, zu einer Veränderung der Sternbilder oder Monde wurde da was gesagt? Da gäbe es ein ganz prägnantes Ereignis. Kannst du dich da noch dran erinnern oder Ja, wurde da da auch was gesagt dazu? gab's interessante Sachen, dass also sozusagen der Blickwinkel oder eben dass die Wahrnehmung bestimmter Sternkonstellationen sich verändern würde. Interessanterweise habe ich jetzt einen
Artikel gelesen, allerdings im englischsprachigen Bereich. Und zwar haben sich die Inuit in Kanada bei der Regierung gemeldet, ich glaube Anfang diesen Jahres, und haben eben gesagt, es muss etwas mit der Erde passiert sein, weil sie beobachten natürlich den Himmel genau, weil das ist natürlich für sie, für die Orientierung da, ist das sehr, sehr wichtig. Und sagen, die Sternbilder, aber eben auch die Fixsterne, an denen sie sich orientieren, die sind verrückt. Also die sind nicht mehr da, wo sie halt eben ursprünglich mal standen, sondern da hat es eine Veränderung gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch mit der Schwingungserhöhung der Erde zu tun hat, weil wir haben ja auch Veränderungen im zeitlichen Bereich, wo also auch die Atomuhren sogar nachgestellt werden mussten. Also soll ich sagen, wir bewegen uns jetzt mit unserem Sonnensystem durch einen Teil der Galaxis, die man so als den Photonengürtel bezeichnet. Also wir haben energiereiche Teilchen, die sozusagen uns umgeben. Diese zusätzliche Energie, die halt natürlich auf die Erde trifft, die hat natürlich auch Auswirkungen. Wir haben wahrscheinlich auch initiiert durch diesen Photonengürtel. Wir haben es mit einer verstärkten Aktivität der Sonne zu tun. Das heißt, also diese koronale Masseauswurf, der dort kommt, der trifft natürlich die Erde auch. Wir hatten jetzt gerade wieder so ein Ereignis in den letzten Tagen. Ich glaube, Stufe 4, 5 so in der Richtung, also schon bemerkenswert, wo also auch in, das hatten wir ein paar Bekannte, ach ja, aus Leningrad hatten, Entschuldigung, St. Petersburg, sozialistisches Fossil, also St. Petersburg, hatten mir eine Fo Anzahl von Fotos geschickt, wo sie jetzt schon Nordlichter gesehen haben. Also dort, das weist darauf hin, dass also dort stärker Massestrom die Erde halt getroffen hat, sodass es eben bis herunter nach Petersburg eben sichtbar gewesen ist. Also dort merken wir, dass sowohl im energetischen Bereich sich was tut, was natürlich dann auch im physischen Bereich Auswirkungen hat. Also auch dort können wir sagen, wird sich noch in der Hinsicht etliches verändern. Ja, also was ich jetzt selber bemerkt habe, ist erstmal ist es komisch, dass es dieses Jahr oder dass es jetzt schon dunkel ist. Das hat irgendwie letztes Jahr länger gedauert. Also es ist nicht nur meine Einschätzung, ich sehe es halt auch in den sozialen Medien, dass es viele Leute auch bemerkt haben. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass die Sonne anders, auf einmal plötzlich anders stand, so als wäre die Erdachse gekippt und auch der Mond, die ist mehr so oft, geht so, ja, mehr Richtung Erde, ne, mehr Richtung Boden. Erst war sie ganz hoch gestanden und das hat, ich weiß nicht, ein paar Tage gedauert und es hat mich auch, es haben viele Leute dann auch gesagt, mir ist schwindelig, es ist komisch, als würde sich irgendwas tun und manchmal hat man gemeint, die Zeit würde irgendwie schneller gehen. Also das war jetzt nur so mein Zeitgefühl. Habe ich halt auch von anderen Leuten gehört. Das mal, ist dir aufgefallen? Oder hast du nicht auch das Gefühl, dass es irgendwie schneller geht, die Zeit? Sage ich, ja, das Gefühl hatte ich auch. Und wie gesagt, als würde die Sonne mehr jetzt unten Richtung Horizont gehen. Also Also niedriger stehen als niedriger sonst, stehen, ja, ja. also auf einmal plötzlich aber, ne? Sonst ist es ja Also immer bis zum mit Winter hin geht, die immer richtig, relativ ist. immer weiter hochhören, jetzt Genau, also aber relativ das niedrig. ging so schnell auf der letzten Zeit. Das mit der Zeit, ich meine, man sagt immer, die Zeit ist relativ, und da gibt es also diesen schönen Spruch, dass die Zeit relativ ist, merkt man natürlich, und das richtet sich danach, auf welcher Seite der Toilettentür man gerade steht. Ne? Da ist die Zeit relativ. Wie stark der Drang ist, ne? Das muss man auch sagen. Aber, Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, dass wir wirklich mit einer Beschleunigung der Zeit leben. Das ist also, wie gesagt, auch das, was ich vorhin erwähnt hatte, dass eben diese Atomuhren nachgestellt werden müssen. Also wir haben tatsächlich eine Verkürzung des Tages, natürlich um einige Sekunden, maximal Minuten, aber es ist, man spürt es, dass sich dort halt etwas ändert, und das wird aber auch von den Palmpapierbedingungen als Ergebnis dieser Energieerhöhung nicht nur des Planeten, sondern des gesamten Systems gewertet. Und es ist natürlich so, dass jeder so seine ganz eigene Adaption an diese höhere Schwingung hat, und ich kann mir schon vorstellen, dass das eben auch zu körperlichen Symptomen führen kann. Also wenn gerade Leute sagen, ich fühle mich halt benommen, Ja, oder stimmt. ich habe so den Eindruck, dass ich komme einfach nicht mehr nach mit dem, was ich mache, die Zeit läuft mir davon, oder ja, ich habe also so Schwindelgefühle oder solche. Ich denke, das sind alles so Anpassungsthemen, die man da hat, weil man wird natürlich mit dieser Energie konfrontiert, aber die körperliche Konstitution ist nun mal eine andere, und dem einen fällt es leicht, sich dazu anzupassen, dem anderen hat natürlich entsprechende Themen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch, weil es eben verbreitet auftritt, ja, dass man eben dann sagt, dort, das ist tatsächlich etwas, was eben auch mit der Energieerhöhung des gesamten Systems zu tun hat. Ja.
Ja, lieber Thomas, wir haben jetzt da wirklich jetzt schon lange, finde ich, darüber gesprochen. Und ich will mich auch noch mal ganz herzlich bedanken, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast und das auch mal ausführlich erklärt hast, auch was jetzt in den nächsten Monaten beziehungsweise auch Jahren Ja. vorhergesagt ist. Und ich meine, in den sozusagen Kurzfassungen des Monats der Vorherschauen kommt ja oder schwingt ja doch immer viel Negatives in Anführungszeichen noch mit, aber Noch. dann, wir müssen ja durch ein Tal auch immer gehen, um auch wieder in den Berg, ja, in die Bergspitze zu kommen. Und so wie du das auch immer sagst und heute natürlich auch wieder oft genug bemerkt hast, wenn wir an uns selber nicht ja was verändern, dann können wir nach außen ja auch nichts verändern. Richtig, richtig. Das ist es eigentlich. Mehr gibt es da ja nicht zu sagen. Das andere ist immer nur eine schöne Ausführung von dessen, was uns auf dem Weg sozusagen an unser Ziel hin begleitet. Genau. Ja, und die monatlichen Updates sind ja auch vor allen Dingen dazu gedacht, um eben auf bestimmte Situationen hinzuweisen. Und natürlich ist da eher das Thema zu sagen, passt mal auf, da und da könnte was sein oder dort und dort sei mal vorsichtig. Die Palmblattiers haben das so erklärt, dass sie sagen, naja, die Informationen könnt ihr euch so vorstellen, wie entsprechende Hinweisschilder an einer stark befahrenen, aber kurvigen und unübersichtlichen Straße. Na, da steht ja dann auch immer runter vom Gas und da kommt nochmal eine S-Kurve oder da kommt noch Kurve, also fahr halt vorsichtig, na, damit du halt nicht aus der Kurve fliegst. Und genauso ordne ich eben auch die Vorhersagen dieser Genau. monatlichen Updates ein, weil man eben dann konkret auf Ereignisse hinweist und sagt, passt auf. Also zum Beispiel gerade jetzt diese Starkregenfälle, die wir halt eben in Süddeutschland oder Österreich oder Tschechien gehabt haben, also dort vorsichtig sein. Da Hinsicht, also auch eine gewisse Warnung, die dort mit eine Rolle spielt. Aber ich finde, es ist ja besser, man hat diesen Hinweis und kann Ja. sich darauf einstellen und kann achtsam mit der Situation umgehen, als dass man da einfach so hineinschlittert unvorbereitet. Das ist dann meistens unangenehm. Genau. Ich wollte noch mal eine kurze Schlussfrage stellen zu den zu deinen Freunden, die Reader. Und hast du die mal gefragt, wie die damit umgehen? Ich meine, das ist ja wirklich auch, also wenn ich eine Vision habe und sehe Naturkatastrophen, belastet mich das ja auch mit. Ich sehe nicht genau, wo das sein wird. Manchmal kriege ich das raus, kriege ich das gezeigt, aber oft auch nicht. Ich weiß nur das, was passiert und das. Ich schaue mir dann die Menschen an, wo das sein könnte und von der, ich sag mal, von der, vom äußerlichen Erscheinungsbild her, ob das jetzt ein Europäer ist oder so, kann ich das abschätzen, ungefähr. Aber wenn man ja so genaue Hinweise bekommt, wo das stattfindet, weißt du, wie die damit umgehen? Weil, wie gesagt, das ist ja nicht einfach. Auch Ja, du bist ja der Übersetzer, ne? natürlich, Ich ja. sehe ja immer deinen Gesichtsausdruck und es gibt viele Sachen, wenn du das dann übersetzt, du versuchst es natürlich auch gut zu formulieren. Wie gehst du denn damit um? Weil es ist mit Sicherheit nicht einfach, ne? Ja, ganz einfach. Also von den Palmblatt-Lesern muss man sagen, es ist die Idee oder das ihr Selbstverständnis, das würde ich auch sagen, ist ihr Selbstverständnis einfach, sondern sie sind die Verwalter dieses Wissens. Es ist ja nicht ihr, sondern ist ja bei den individuellen Lesungen immer das die Information für die betreffende Person. Und da schließe ich mich auch ein. Unsere Aufgabe ist es einfach, dieses Wissen der betreffenden Person zur Verfügung zu stellen, so umfassend, so naturgetreu, so ausführlich, wie es nur geht, wie es unsere Fähigkeiten zulassen. Und das betrifft natürlich auch allgemeine Vorhersagen. Er ist einfach etwas, was eben von den Rishis kommt, was letztlich aus der Akasha-Chronik kommt. Wir sind diejenigen, die das sozusagen weitergeben. Wir sind im weitesten Sinne die Übersetzer oder die Botschafter dieses Phänomens. Und unsere Aufgabe ist es halt, das Wissen den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und ich habe eben auch mal den Vater des jetzigen Palmblatt-Lesers eben mal eine ähnliche Frage gestellt, ganz am Anfang. Und da hat er gesagt, für ihn sagte, it's very simple for me. I just do my duty. Also es ist für mich sehr einfach. Ich erfülle einfach nur meine Aufgaben.
Ja, und so sehe ich das für mich auch. Ja, ich habe das akzeptiert, dass ich jetzt mit diesem Thema dort sehr eng verbunden bin, dass das einen Großteil auch meines Lebens mit einnimmt. Und ich sage einfach, okay, ich gebe dieses Wissen weiter. Ich mache das, weil ich durch persönliche Erfahrung wirklich davon überzeugt bin, dass es funktioniert und möchte anderen Leuten die Möglichkeit einräumen, dieses Wissen eben genauso nutzen zu können, wie ich das halt mache. Und das eben dann eben nur nicht persönlich, also nicht nur persönlich, sondern eben auch für die Allgemeinheit. Wenn man diese Informationsquellen hat, sollte man sie also auch zur Verfügung stellen, damit möglichst viele Leute sich daraus ein eigenes Bild machen können. Ja, genau. So sehe ich das auch. Also ich versuche ja auch eben, wenn mich jetzt jemand nach dem Seelenplan oder Seelenweg fragt, ich gebe das auch so wieder, wie ich das eben empfange von Richtig. demjenigen, weil ich spüre die Energie und ich habe ja mal gesagt gekriegt, diese energetische Signatur, die uns mit allem, mit alles verbindet, ist jetzt nur nicht die Aura gesehen, sondern eben, wie gesagt, es ist das große Ganze, was uns mit allem verbindet. Und da kriegt man dann so Gefühle, Einblicke, die man halt spürt. Damit muss man Umgehen. umgehen können, ne? Das ist einfach so. Aber am besten, ich habe mal von einem Professor gesagt bekommen, man soll es einfach nicht persönlich nehmen, sondern einfach nur als ein Blick in eine andere Zeitlinie. Ja. Das ist Das es. ist aber eine sehr gesunde Einstellung, weil das wollte ich auch gerade noch dazu sagen, weil man muss natürlich auch lernen, sich abzugrenzen. Also Ja. das habe ich im Laufe dieser nun fast 30 Jahre, wo ich das mache, wo ich Gäste halt zu den Palmblatt-Bibliotheken begleite und das übersetze, das habe ich ja von Anfang an gemacht, wo ich das hab halt auch lernen müssen. Ja, also mich freuen natürlich Schicksale, wenn es richtig gut läuft. Das ist schön, das ist immer noch da, wenn ich eben wirklich eine angenehme Lesung übersetzen kann mit guten Aussichten. Natürlich macht man sich auch Sorgen, wenn man da jemanden hat, wo es also vom Schicksal her eben nicht so gut läuft, wenn da eben Krankheiten, Unfälle oder eben andere Schicksalsschläge da sind. Das muss man natürlich auch entsprechend übersetzen. Aber was ich gelernt habe, ist also, mich abzugrenzen. Weil also Mitleid kommt ja immer von Mitleiden und wenn du dich dazu sehr hinein verstrickst, dann leidest du eben selber darunter, dann geht es dir selber nicht gut. Und wenn es dir selber nicht gut geht, kannst du anderen nicht helfen. Also habe ich mich dort gelernt, entsprechend abzugrenzen, sagen, okay, es ist die Botschaft, die ich jetzt weitergebe, aber es ist nicht mein Schicksal. Es betrifft mich nicht, es ist nicht mein Leben, ja, das irgendwo damit zu tun hätte, sondern ich gebe einfach nur die Botschaft weiter und das funktioniert eigentlich ganz gut. Genauso wie gesagt auch im globalen Bereich, wenn man das dann noch weitergeben kann, dann ja, ist es einfach so, dass man wirklich für sich so sagen muss, ich sehe jetzt meins, ich kenne ja meine Voraussagen, wie das bei mir abgeht, wie es bei mir weitergehen wird und ich kann natürlich auch diese Voraussagen jetzt entsprechend weitergeben. Ich kann sie auch für mich wichten, na, also was jetzt für mich betrifft oder eben weniger betrifft und das ist, denke ich, eine gute Form, damit umzugehen und das kennst ja aus deiner Praxis auch, nur, dass man also wirklich dann auch bei sich selbst sozusagen bleiben soll. Sollte, nicht irgendwo dann versuchen sollte, mit den ganzen Geschichten in Resonanz zu gehen, weil es hat ja mit einem selbst dann, Nicht gerade zu wenn es um tun. persönliche Schicksale geht, nichts zu tun. Und da ist die Aussage von dem Professor eigentlich genau die richtige. Dass man einfach sagt, das ist einfach nur ein Einblick in eine andere Geschichte, aber ist interessant, das zu sehen, aber jetzt nicht das, was mich dort beeinflussen möchte. Natürlich finde ich das schön, wenn ich jetzt mich zum Beispiel mit dem Thema Zeitreisen beschäftige, wenn ich andere Quellen anzapfen kann, wie zum Beispiel mit Astrologen zusammenarbeiten, die dann von ihren Zeitqualitäten berichten. Und sagen, Mensch, du pass mal auf, wir haben das festgestellt, was ihr so beschreibt, das deckt sich genauso mit unseren Aussagen, mit dem, was wir an Zeitqualitäten haben, das sehen wir auch die Veränderung und aus unserer Sicht wird es halt so und so passieren. Finde ich wahnsinnig interessant, wenn man so verschiedene Quellen hat. Ich habe mich, wie gesagt, mit dem Thema Zeitreisen jetzt sehr intensiv beschäftigt in den letzten beiden Jahren. Wenn man dann feststellt, ja, es gibt ja tatsächlich auch Informationen aus der Zukunft. Und das wird dann schön, wenn ich sage, ja, okay, gleiche ich doch mal diese Informationen, die da scheinbar aus der Zukunft kommen, mit dem ab, was die Palmblatt-Bibliotheken sagen. Und dann entdecke ich plötzlich Übereinstimmung. Da gibt es englische Quellen aus den 80er Jahren, wo ich sage, ja, das kommt ja aber sehr vertraut vor, was die dort beschreiben. Na, Halleluja, da geht es doch genau in die Richtung. Und dann gibt es russische Quellen aus den 70er, 80er Jahren, wo ich sage, ach, der bestätigt ja eigentlich den Engländer. Der bestätigt ja auch, was die Palmblatt-Bibliothek sagt. Interessant, also diese Zukunft, das, was von den Palmblatt-Bibliotheken vorhergesagt wird, dass man sagt, ja, wir haben jetzt eine schwierige Zeit, aber letztlich wird sich's zum Positiven wandeln. Da ist ja offensichtlich was dran, weil diese Zukunft, die scheint ja schon zu existieren, weil sonst wird man aus dieser Zukunft keine Botschaft bringen. Das wirkt sehr befreiend, sagen wir es einfach mal so. Ja, ich finde es richtig schön und ist doch eine tolle
Ein toller Abschluss und auch eine tolle Vorausschau. Es wird alles gut. Ja, und wenn es eben noch nicht gut ist, dann war es eben noch nicht das Ende, ne? Genau. Und wir müssen selber was dafür tun, dass es gut wird. Genau, Nicht sich einfach das. nur zurücklehnen und warten, bis der andere das tut. Dann wird es aber für uns nicht gut, aber für den wird es vielleicht gut. Ne? Möglich, ja, eben. Also die eigenen Probleme kann man auch nur selber lösen. Da kann man nicht Ja. darauf warten, dass es ein anderer macht, weil der löst seine Probleme, ne? Nicht unsere. Oder wenn er unsere löst, dann vielleicht in Genau. seinem Sinne, nicht in unserem. Genau. Alles klar. Nochmal ganz herzlichen Dank, Ich Thomas, für danke deine dir, ich danke dir. Zeit. Und vielleicht können wir das nächste Mal wirklich über die Zeitreise und Zeitlinie Ja, sprechen. wenn wir uns Wäre jetzt schon mal ganz drüber, interessant. wenn wir uns jetzt schon mal drüber so angefangen haben zu unterhalten, natürlich können wir das als nächstes Thema machen. Zeitreisen ist ja auch immer etwas, was doch sehr interessant ist. Und vor allen Dingen, wenn man eben sagen kann, ja, es gibt tatsächlich Indizien für erfolgreiche Zeitreisen. Und darüber reden wir das nächste Mal. Danke dir für dieses Gespräch und ganz lieben Dank an alle, die uns hier zuschauen, egal wann ihr das macht, weil ohne euch da draußen funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ne? Da wären wir im luftleeren Raum und das hätte alles keine Resonanz. Aber so ganz, ganz lieben Dank für das Zuschauen, für die Daumen nach oben, für die Kommentare. Ne? Vielleicht habt ihr auch so eure eigenen Ideen, wie die Zukunft aussehen sollte oder was man dafür tun kann. Also schreibt es einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Danke dir nochmal, Alexandra, für die Einladung. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.